Hallo, meine Lieben. So, ich freue mich natürlich wieder sehr, euch hier auf meinem Kanal Angel and Soul Readings herzlich begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid glücklich, ihr habt viel für euch selbst gemacht, seid in eurer inneren Mitte. Ja, und macht das Beste aus jeder Situation. Ja, heute würde ich sagen, wir schauen mal wieder rein, was die Energien in den kommenden Tagen dir zu sagen haben, was sie dir mitgeben möchten und welchen Hinweis sie für dich haben. Also ich bin da schon selber sehr gespannt darauf und würde sagen, wir fangen mal an. So, dann mische ich mal die Karten. Was möchten uns die Energien die kommenden Tage mitgeben? So. Eine noch, dann nehmen wir noch die. Okay. So, dann schauen wir mal. Und ihr wisst ja, die Legungen sind hier fürs Kollektiv. Kann, muss nicht für jeden zutreffen. Und alle Infos findet ihr bei mir immer in der Infobox auf meinem Kanal und in den Videos. Und dann schauen wir mal. Wenn du dich bei mir meldest, was deine Situation betrifft, was wir da vielleicht tun können, und wir finden immer eine Lösung, immer. So. Ich habe hier eine Welle und irgendwie mag die nicht weg, aber gut, es müsste jetzt so funktionieren. Okay. So. Dann wisst ihr auch, wie ich es auch gerne immer wieder sage, egal welches Video ihr anschaut, welches Datum da drauf steht, genau in dem Moment, wenn du das Video siehst, findest, es dich findet, dann ist es das Video, was für dich die Energie für dich jetzt bestimmt ist in diesem Moment. Die Geschlechter sind hier neutral, also ihr wisst ganz genau, wandelt sie dann einfach immer dementsprechend um. Und ich nehme das nur gerne immer, weil die meisten wirklich als Frauen auch zusehen. Die meisten Frauen zusehen, nicht als Frau. Die meisten Frauen zusehen. Deswegen nehme ich dann gerne immer die Person als den Mann. Aber wenn du als Mann zusiehst, dann nimm das bitte entweder als Mann oder als Frau, je nachdem. So. Wir schauen. Und die Energien sind auch, das sind die Energien, die ich für den heutigen Tag greife und die Karten mir jetzt da eben auch eine Aussage geben. Also es heißt nicht, wenn wir dann in ein paar Tagen oder nächste Woche wieder eine haben, dass die jetzt bindend ist oder Teil 2 von dieser Legung ist, ne? Aber das ist in allen Legungen ebenso. So, wir schauen jetzt hier in die Energien rein. Was ist wichtig für die kommenden Tage für dich? Was möchten dir die Energien mitgeben? Worauf solltest du ein bisschen achten? Also, wir haben hier liegen, dass die Energien, was die Liebe betrifft, nicht besonders gut daliegen. Also, was die Liebe betrifft, ist es einfach so, du hängst fest mit deinem Wunschpartner, den wir hier auch liegen haben. Und du bist misstrauisch. Du bist aber misstrauisch auch auf dich selbst. Das ist dein eigener Misstrauen, den du hast. Du bist hier misstrauisch auf, was das Finanzielle betrifft, was die Liebe betrifft, was alles im Außen geschieht. Im Außen geschieht, was Freundschaft, was die Wunscherfüllung. Hier haben wir ganz wichtig die Wunscherfüllung. Alles, was hier liegt. Auch was Freunde betrifft. Oder solltest du jetzt hier, sollte es auch eine Dreierkonstellation sein? Du glaubst nicht daran. Wir haben hier auch liegen dein Misstrauen, was hier ein, was betrifft, das scheint eine Amtsperson zu sein, kann auch ein Lehrer, ein Vorgesetzter, sowas sein.
Auf jeden Fall nicht in deinem häuslichen Bereich, also ich sage jetzt mal keine Verwandtschaft oder enge Freunde oder sowas. Da ist hier dein Misstrauen wirklich berechtigt, weil es hier auch um den finanziellen Bereich geht. Und da sage ich, da hast du ein gutes Misstrauen und dann hast du ein Bauchgefühl, was dich wirklich auch führt und was das sehr gut ist. Na, weil hier werden dir auch Hindernisse im Weg, in den Weg gelegt. Die Energien möchten hier hauptsächlich sagen, es geht hier um den finanziellen Bereich und es geht hier auch um deinen Wunschpartner. Ja, also du siehst hier überall Hindernisse. Also Hauptaugenmerk darauf möchte ich euch sagen, dass ihr, jetzt nehmen wir das raus, das haben wir jetzt geklärt, aber das Hauptaugenmerk bist du selbst. Es bist du selbst und es sind deine Hindernisse. Du spürst die Freude des Lebens nicht. Wir haben hier jetzt nochmal zur Ergänzung noch Karten. Ja, wir haben es hier deutlich da liegen. Du spürst nicht die Freude des Lebens. Du willst hier was Vergangenes nicht loslassen. Was Vergangenes, was die Liebe betrifft. Also das möchten dir die Energien, die Karten hier sagen. Es hat mit der Liebe zu tun, mit der Vergangenheit. Also es sieht so für mich hier aus, wenn ich diese Kombination jetzt hier sehe, dass sich Themen für dich wiederholen, was eben die Liebe betrifft, was auch sein kann, was die Finanzen hier betrifft, Freundschaften, aber hauptsächlich hier die Liebe, auch die Liebe zu dir selbst. Das wiederholen sich die Themen, weil es Schattenthemen sind. Schattenthemen vielleicht aus deiner Kindheit, also aus vergangenen Erfahrungen. Also auf jeden Fall eins von beiden ist es definitiv. Muss nicht die Kindheit sein, kann auch im Jugendalter sein, im Erwachsenenalter. Dass du Erfahrungen gemacht hast und es wiederholt sich wieder, deswegen Schattenthemen, weil es deine Ängste und Zweifel, die werden immer wieder geschürt, weil sie nicht verarbeitet sind. Und du hast diese Sachen bewusst oder unbewusst verdrängt. Wir haben es hier aus der Vergangenheit. Und die Vergangenheit, die Hoffnung, also diese ganzen Glücksgefühle, die ganzen Wünsche. Also du weißt selbst, was da gewesen ist. Geh einfach mal für dich gedanklich zurück, gefühlsmäßig zurück. Und dann wirst du das hier auf jeden Fall auch mitbekommen. Und das ist ein Thema, was wichtig ist, an dem du arbeitest, was dir hier die Energien mitgeben möchten, was sie dir sagen möchten. Weil der Neubeginn von dem Ganzen, er steht vor der Türe, er ist bereit für dich, der Neubeginn. Aber mit Altem muss erst richtig losgelassen werden, damit der Neubeginn die Türe öffnen kann und reinkommen kann. Also es sind einfach, der Neubeginn steht vor der Türe, aber er kann noch nicht rein, weil hier noch was verarbeitet werden muss. Und diesmal sage ich wirklich bewusst muss, weil das Themen sind, die dich immer, immer wieder begleiten und immer wieder auftauchen und deswegen eben Schattenthemen, ne? Weil das die Themen sind, die für dich wichtig sind, weil sie nicht verarbeitet sind, verarbeitet wurden von dir. Du hast sie bewusst, unbewusst verdrängt, einfach als Selbstschutz eben auch, ne? Aber hier möchten es dir die Energien sagen. Hier, es möchte alles zu dir kommen. Es liegt da. Es ist der Neubeginn, die Kommunikation, ein Treffen mit einem Wunschpartner, eine Zusammenkunft mit einem Wunschpartner haben wir hier. Und das möchten dir diesmal die Energien mitgeben. Und ich finde es wunderschön, dass das ein großes Thema ist, dass das jetzt gerade ganz wichtig ist. Weil gerade auch der November ist dafür da, Altes loszulassen, aus deiner Vergangenheit, Erfahrungen, damit das Neue hier alles zu dir kommen kann. So, meine Lieben, also ich finde es hier eine wunderschöne und ergreifende Aussage auch von den Karten, weil sie hier hauptsächlich dieses Thema angehen. Also dieses Thema scheint momentan sehr wichtig zu sein, sonst würden uns das die Karten jetzt hier nicht sagen. Und jetzt möchte ich noch eine Botschaft der Engel für euch ziehen oder springen lassen, was die Engel euch mitgeben möchten.
Und ich finde diese Karten immer wunderschön. Ach, da haben wir schon eine. Prima. Dann schauen wir mal. Der Engel des Friedens. Dein Engel möchte dir den Frieden schenken, den du brauchst, um mit dir im Reinen zu sein. Damit deine Seele in Einklang kommen kann, versuche, deine innere Mitte zu finden und alle schlechten Gefühle beiseite zu schieben. Denn Frieden im Herzen verwandelt alles in Liebe und führt zu spirituellem Wachstum. Schaut mal, das passt doch hier wirklich perfekt. Der innere Frieden, das Aufräumen, dass du im Einklang mit dir bist, das Unbewusste, dass es dir bewusst wird, dass du nichts mehr verdrängst, dass du alles aufarbeitest und dass all das Wunderschöne, der Frieden in deinem Herzen, dass alles zu dir kommen kann und der Neubeginn endlich vonstatten gehen kann. Also ich finde es wirklich wunderschön, es passt perfekt. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Ich danke euch allen für euer Sein und ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe. Tschüss.